Yvonne Woelke, 41, teilt aus. Die Schauspielerin wurde Anfang dieses Jahres beschuldigt, eine Affäre mit ihres Kleins, 56, Ehemann Peter, 56, zu haben. Obwohl die Blondine vehement behauptet, dass zwischen ihr und dem Lackierer nichts läuft, brach die Ehe der Katzenberger Mama auseinander. Seitdem liefern sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch. Kürzlich verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie bald bei einer Modenschau in New York laufen wird. Nun äußert sich ihre Rivalin Yvonne dazu gegenüber Promiflash. Promiflash traf die 41-jährige Yvonne am Rande der Fashion Week in Berlin. Dabei wurde auch die aufstrebende Modelkarriere der 56-jährigen Iris angesprochen. Mit einem schelmischen Lächeln sagte die ehemalige Tatortdarstellerin: "Ich muss schmunzeln und lachen. Man kennt ja ihre Körpergröße, ihre Figur und ihr Alter. Klar, man kann natürlich jetzt auch modeln. Es ist nie zu spät, eine Karriere anzufangen." Trotzdem glaubt Yvonne nicht daran, dass Iris wirklich erfolgreich sein wird. "Ich denke, das ist kein richtiges Modeln." Yvonne ist der Meinung, dass Iris viele Kosten auf sich nimmt, um dabei zu sein. Nach Ansicht der Berlinerin handelt es sich wohl nicht um eine echte Karriere. Yvonne hat sich schon vor einigen Tagen gegen Iris ausgesprochen. "Den Song von Deka finde ich gut. Warum die hochgeschnallte vollbusige Tante das als negativ und provozierend sieht, weiß ich nicht", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Mit DK meinte das TV-Sternchen wahrscheinlich Daniela Katzenberger, 36. Ursprünglich ging es in der Frage der Follower lediglich um Yvonnes Meinung zum neuen Song der Katze.